Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendung von bedingten Wahrscheinlichkeiten. Das illustriert, was man mit unserer Formel für bedingte Wahrscheinlichkeiten in der Praxis alles ausrechnen kann. Als Beispiel nehmen wir hier ein etwas lehrbuchmäßiges Anwendungsbeispiel her. Ich sage dann aber hinterher noch, was der realistische Hintergrund dafür ist. Stellen wir uns also folgende Situation vor. Es gibt eine Krankheit, AMDS, das Acute Mathematics Deficiency Syndrome, das verhindert, dass man ein Wirtschaftsstudium an der Universität Innsbruck erfolgreich abschließen kann. Deshalb ist es natürlich im Interesse sowohl der Studierenden als auch der Universität, möglichst frühzeitig zu erkennen, wenn jemand von diesem AMDS-Syndrom betroffen ist, um denen zu sagen, naja, vielleicht möchte er was anderes studieren, weil mit Wirtschaftswissenschaften wird es nichts, um also nicht die Zeit und Ressourcen der Uni oder der Studierenden zu verschwenden. Glücklicherweise gibt es einen Test, der diese Krankheit nachweisen kann, auch ziemlich verlässlich, nämlich die Prüfung im Mathematikmodul. Wer AMDS hat, wird mit 90%iger Sicherheit durchfallen. Wer es nicht hat, wird mit 90%iger Sicherheit bestehen. Nun ist das Unglück passiert. Ein Studierender ist in der Prüfung durchgefallen. Was muss man dem jetzt raten? Sollte er das Studium beenden, weil er der Test angeschlagen hat und der vermutlich eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, an AMDS erkrankt zu sein, oder soll man das nicht? Ja, die Frage ist jetzt also, gegeben, dass dieser Student im Test durchgefallen ist, was ist die Wahrscheinlichkeit, die Krankheit zu haben? Ja, wenn diese Wahrscheinlichkeit sehr hoch wäre, würde es Sinn machen, das Studium zu beenden. Und wenn ich mit dieser Information, die ich hier angegeben habe, die Frage an meine Studierenden stelle, was meinen Sie denn, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der wirklich krank ist, dann kommen häufig so Einschätzungen wie 90%, weil ja wer krank ist, mit 90%iger Sicherheit als krank entdeckt wird. Manche meinen vielleicht auch 50-50, weil das irgendwie in beide Richtungen gleich wahrscheinlich ist, einen Fehler zu machen. Aber in Wahrheit ist es so, dass mit der Information, die hier angegeben wurde, diese Frage noch gar nicht beantwortbar ist. Es wäre ja denkbar, dass die ganze Studierendenpopulation komplett durchseucht ist, dass dieses Syndrom komplett um sich gegriffen hat und einfach alle Studierenden krank sind. Ja, dann brauche ich nämlich den Test auch gar nicht, weil die positiv getestet werden, sind alle krank. Die negativ getestet werden, sind auch alle krank. Aber in diesem Fall hieße das, die Wahrscheinlichkeit, krank zu sein, gegeben, dass der Test angeschlagen hat, die ist 100%. Umgekehrt wäre auch denkbar, dass man diese Krankheit geheilt hat. Ja, man hat ein Heilmittel gefunden, eine super Ausbildung an den Schulen. Die Leute können alle Mathe schon so gut, dass da an der Uni auch nichts mehr schief gehen kann. Und die Krankheit ist ausgerottet. Niemand hat die Krankheit. Dann wäre es natürlich so, wenn der Test anschlägt, muss es ein falsch negatives Ergebnis sein. Das kommt ja mit 10%iger Wahrscheinlichkeit vor und das muss dann also hier vorliegen. Das heißt, wir brauchen noch eine Zusatzinformation, wie viel Prozent aller Studierenden haben denn AMDS? Und die habe ich jetzt hier noch dazu eingeblendet. Stellen wir uns eine Situation vor, dass 5% davon betroffen sind. Und ja, die Story hier ist jetzt natürlich überspitzt formuliert, aber sie ist nicht ganz unähnlich zu dem, was wir wirklich an der Uni machen müssen, dass es also einen Teil der Studierenden gibt, die sich wirklich sehr, sehr schwer mit Mathe tun würden im Studium und die man deshalb frühzeitig rausfischen möchte, beziehungsweise ihnen mitteilen möchte, dagegen müsst ihr wirklich was tun oder ihr solltet euch was anderes suchen. Und da gehen wir mal davon aus, das sind 5% von allen Studierenden, die im ersten Semester anfangen. Dann sortieren wir mal, was uns interessiert. Wir haben also zwei Ereignisse. Das ist einmal das Ereignis A, das, woran wir eigentlich interessiert sind, ob die Studierenden AMDS haben oder nicht. Und wenn wir denen das an der Nasenspitze ansehen könnten, bräuchten wir auch das Mathematikmodul gar nicht zum Testen, sondern nur, um denen zu helfen, die halt noch Mathe lernen müssen oder die man von diesem Syndrom heilen müsste, in der Sprache des Beispiels. Aber das können wir denen eben nicht an der Nasenspitze ansehen, sondern wir brauchen ein anderes Ereignis,
in der Prüfung bestehen oder durchfallen, um zu sehen, ob das darauf hindeutet, dass die diese Krankheit haben oder nicht. Also die beiden Ereignisse A und B sind krank sein, AMDS haben und in der Prüfung durchfallen. Und dann überlegen wir uns, welche Situationen können denn jetzt überhaupt entstehen. Also zunächst mal kann ich alle Studierenden, mit denen ich hier in der Wurzel dieses Entscheidungsbaums loslaufe, klassifizieren in, dass sie entweder wirklich krank sind, AMDS haben oder nicht haben. Wir wissen, 5% haben die Krankheit, dementsprechend müssen 95% gesund sein. Das ist also die Wahrscheinlichkeit für nicht A, das ist die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus 0,05. Und dann können wir uns für die Kranken anschauen, mit welcher Wahrscheinlichkeit fallen die denn im Test durch. Und da wissen wir, die bedingte Wahrscheinlichkeit für Durchfallen, gegeben man ist krank, ist 90% und dementsprechend müssen die restlichen 10% natürlich bestehen. Also die Wahrscheinlichkeit für Nicht-Durchfallen, gegeben man ist krank, ist trotzdem 10%. Und dann können wir uns jetzt schon anschauen, wie viele Studierenden von diesen Fällen betroffen sind oder in diese Fälle hineinfallen. Das sind also 5%, die hier krank sind und von denen 90%, das sind also 0,045 oder 4,5%, die krank sind und durchfallen, also krank und durchfallen und 0,005, also 10% von 5% ist ein halbes Prozent, die krank sind und trotzdem bestehen. Und jede von diesen Wahrscheinlichkeiten habe ich ausgerechnet mit unserer Produktformel, dass nämlich die Wahrscheinlichkeit für A und B ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit für B gegeben A mal P von A. Und das ist also hier Durchfallen gegeben krank sein hat die Wahrscheinlichkeit 0,9. Krank sein hat die Wahrscheinlichkeit 0,05 und das Produkt ist dann 0,045. So funktioniert das. Und die übrigen 0,5% von den 5% Kranken fallen dann also nicht durch, sondern bestehen den Test. Dann haben wir hier auf der anderen Seite die gleiche Unterscheidung von denen, die gesund sind, also nicht krank sind, A quer. Von denen bestehen auch 90% und die übrigen 10% fallen durch. Also die Wahrscheinlichkeit durchzufallen, gegeben man ist gesund, ist 10%. Bestehen, gegeben man ist gesund, ist 90%. Dann überlegen wir uns mal, mit welchen dieser Szenarien bekommen wir denn jemanden, der wirklich durchfällt? Da gibt es einmal diesen Zweig hier. Ja, den haben wir gerade schon ausgerechnet. Das sind 4,5% von allen Studenten, die im Mathematikmodul antreten. Die sind krank und fallen durch. Dann gibt es aber noch einen zweiten Zweig, der auch durchfallende Studierende produziert. Nämlich von den 95% Gesunden fallen 10% trotzdem durch. Ja, das heißt also 10% mal 95% sind 9,5%. Und da sehen wir schon, dass also die Anzahl der Studierenden, die durchfallen und gesund sind, fast doppelt so hoch ist, na, sogar mehr als doppelt so hoch ist, als der Anteil, die krank sind und durchfallen. Also insgesamt haben wir dann die Wahrscheinlichkeit für Durchfallen ist 0,14. Ja, einfach die Summe aus den beiden. Wir haben insgesamt 14% der Studierenden, die durchfallen und der Anteil davon, die krank sind, also P von A gegeben B, ist ja das, was uns interessierte. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, krank zu sein, gegeben man ist durchgefallen? Das ist dann 0,045 dividiert durch 0,14. Das heißt, das ist nicht mal ein Drittel von den durchgefallenen Studierenden, die krank sind. Also bei diesem Studierenden haben wir vorher gewusst, der hat 5% Wahrscheinlichkeit, krank zu sein
Und nach dem negativen Testergebnis wissen wir, es sind etwas mehr als 30% Wahrscheinlichkeit, dass er krank ist. Es ist aber immer noch mehr als doppelt so wahrscheinlich, dass er gesund ist. Das schreiben wir uns jetzt aber alles nochmal ganz sauber hin. Zunächst mal laufen wir die letzten verbleibenden Arme in diesem Entscheidungsbaum durch und schauen uns an, also wie viele sind krank und trotzdem bestanden und wie viele sind gesund und haben bestanden. Das sind also 86% knapp oder 85,5%. Dann nehmen wir mal diese ganzen Wahrscheinlichkeiten, die wir da ausgerechnet haben, und tragen sie in einer sogenannten Vierfeldertafel ein, wo wir also die Ereignisse krank sein und gesund sein, durchfallen und bestehen in den Rändern haben. Und dann im Inneren dieser Vierfeldertafel trägt man die gemeinsame Wahrscheinlichkeit für A und B, nicht A und B, A und nicht B und so weiter ein. Und in den Rändern der Tabelle ergeben sich dann die entsprechenden Randwahrscheinlichkeiten. Wenn wir 4,5% Kranke haben, die durchfallen und 0,5% Kranke haben, die bestehen, da haben wir in Summe hier 5% Kranke und 95% Gesunde. Und hier muss das dann immer sich auf 1 aufaddieren. Und dann können wir genauso sagen, naja, wie viele haben wir, die durchfallen? Das sind 14%. Wie viele haben wir, die bestehen? Das sind 86%. Und insgesamt müssen es dann immer 100% sein. Und hier haben wir auch diese Informationen, die wir vorher in diesem Entscheidungsbaum drin aufgeschrieben haben, haben wir jetzt hier in der Vierfeldertafel auch hingeschrieben. Und mit Hilfe der Vierfeldertafel kann man dann ganz leicht alle bedingten Wahrscheinlichkeiten ablesen, die einen interessieren könnten. Also hier sind wir interessiert an P von A gegeben B. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, AMDS zu haben, gegeben man ist durchgefallen? Das ist die Wahrscheinlichkeit für die gemeinsame. Das gemeinsame Ereignis A und B dividiert durch das bedingende Ereignis. Und das ist dann 0,045 dividiert durch 0,14 und das sind etwa 32,14%. Und die zugehörige Gegenwahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, nicht krank zu sein und trotzdem durchzufallen, ist dieses hier. Dividiert durch die bedingende Wahrscheinlichkeit von 0,14 ergibt dann die entsprechende Gegenwahrscheinlichkeit von etwas mehr als 2/3. Interpretation ist also, dass sich die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Student krank ist, gegenüber der sogenannten A priori Wahrscheinlichkeit vor dem Test erhöht hat. Vorher haben wir nur gewusst, 5% sind krank. Von denen, die durchgefallen sind, wissen wir, sind 32% krank. Aber es ist immer noch sehr viel wahrscheinlicher, dass er eigentlich gesund ist. Und deshalb sollte man ihn jetzt wegen einer einzelnen Prüfung noch nicht raten, das Studium zu beenden, sondern deshalb gibt es eben die Möglichkeit, auch Prüfungen zu wiederholen, Module nochmal zu machen. Das AMDS-Beispiel ist dabei natürlich etwas künstlich verfremdet und stilisiert, aber die Anwendung ist trotzdem eine ganz realistische. Denn sowohl bei Eignungstests, eben wie bei der Einschätzung, wer ist denn geeignet, bringt alles Rüstzeug mit, um ein bestimmtes Studium erfolgreich zu studieren oder einen bestimmten Job gut zu machen, hat man dasselbe Problem. Man sieht es den Leuten nicht an der Nasenspitze an, sondern braucht dann ein Instrument, mit dem man erkennen kann, wer denn wahrscheinlich eher oder eher nicht geeignet ist. Aber die Fehler, die da gemacht werden, können trotzdem hoch sein und das muss man entsprechend einbeziehen bei diesen Tests und sollte nicht jemanden vorzeitig komplett ausschließen. Dasselbe gilt auch für medizinische Tests. Als Beispiel habe ich hier den AIDS-Test ELISA aufgeführt. Den hatte ich ganz zu Anfang im ersten Video zu diesem Kapitel auch schon mal genannt, als einen sehr verlässlichen Test.
bei dem es eben so ist, dass man auch da aufpassen muss, wenn der Test positiv anschlägt, bei jemandem, der nicht zu einer besonderen Risikogruppe gehört, sondern jemand, der wirklich aus der breiten Bevölkerung genommen wird und getestet wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dieser Test falsch positiv ist. Da kommen wir noch drauf zurück. Dasselbe gilt auch für andere Tests natürlich. Momentan sind für die Praxis relevant natürlich Corona-Tests, die auch das gleiche Problem haben. Und dessen sollte man sich da auch bewusst sein, wenn man einen der Tests, sei es PCR oder Antigen-Test für Corona, durchführt, dass die falsch positiv sein können, und deshalb wird eben nach dem ersten Test auf jeden Fall noch ein weiterer Test gemacht, um festzustellen, was liegt denn da überhaupt vor, ist der Test auch richtig angesprungen oder nicht. Und ja, die hier vorgestellten Rechenregeln für bedingte Wahrscheinlichkeiten werden wir jetzt im nachfolgenden Video dann nochmal sauber aufbereiten und weiter anwenden.